Weiter geht unsere Interviewreise hier über die German Comic Con Frankfurt. Und jetzt habe ich den inzwischen dritten Künstler von The Next Art, beziehungsweise dem The Next Art Verlag, hier vor Mikro. Und das ist niemand anderes als der Sascha Dörp. Hallo. Schönen guten Tag. Schön, hier zu sein. Ich habe gestern schon was gekauft von dir. Gestern war es Enklave. Vielleicht magst du unseren Zuhörern mal kurz Enklave vorstellen, was das ist. Also kurz gesagt ist Enklave Blade Runner einmal. Es ist basiert auf einem Kurzfilm, den ich im Jahr 2000 computeranimiert gemacht habe. Damals als Diplom, als visuelle Kommunikation, Grafikdesign. Und der Film selber blieb so weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Wie gesagt, es war das Jahr 2000, die Möglichkeiten waren begrenzt. Und der Comic ist sozusagen der Director's Cut dieses Films. Also hast du 2000 angefangen, im Comic-Bereich tätig zu werden oder vorher schon? Ach, Comics zeichne ich seit 1983. Hab dann bis 95 gezeichnet, hab dann angefangen zu studieren und da Leute kennengelernt, die viel besser sind als ich und es sofort sein gelassen. Und das an alle Hörer da draußen niemals, niemals machen. Das ist total dämlich, denn mir fehlen diese 15 Jahre, die ich gebraucht habe, um meine PS dann wieder auf die Straße zu kriegen. Erst im Jahr 2009 wieder angefangen. Da hat sich die Zeit fortgedreht. Es gab viel, viel geiles Zeug auf der Straße. Eine ganz neue Generation an Comiczeichnern sind rausgekommen, die alle fantastisch sind. Und die man auch teilweise hier sehen kann, aber auch teilweise auf den normalen Cons. Sei an dieser Stelle Jazam mal ans Herz gelegt. Das ist eine großartige Kompilation von all solchen Künstlern. Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Und jetzt seit 2009 zeichne ich in erster Linie Cartoons, aber so seit 2014 auch vermehrt wieder Comics. Und da auch ist der erste Band von Enklave rausgekommen, 2015. Die Jazam-Anthologie, die du angesprochen hast, ist eine große Empfehlung von uns. Wird es demnächst auch eine größere Review-Reihe geben von uns, weil wir verschiedene auch alte Bände jetzt da im Programm haben. Und liest du denn selbst auch Comics? Natürlich. Angefangen hat das alles im selben Jahr, 83, als ich auch angefangen habe zu zeichnen. Das ging Hand in Hand. Das war Lucky Luke die Postkutsche. Also mein erster Comic war Lucky Luke die Postkutsche. Dann sehr stark inspiriert von einer Reedition. Das war so ein ist eine Comic-Fachzeitschrift aus den 80ern, da ging es um Frank Miller, um Watchmen und um Bill Sienkiewicz. Und dann ging es halt los mit den amerikanischen Comics. Ich würde selber aber sagen, stehe ich den franco-belgischen Dingern wesentlich näher. Auch wenn Enklave natürlich einen gewissen amerikanischen Touch hat. Aber auch da sieht man meine Vorliebe für Film und da sieht man auch meine Vorliebe für das Genre Science Fiction und natürlich für Ridley Scott. Ja, na klar, der Klassiker. Sehr gut. Ja. Das heißt also, das ist ein bisschen auch deine Inspiration vielleicht. Was gibt es denn aktuell, außer Enklave von dir so zu bestaunen? Was würdest du uns empfehlen aus deiner aktuellen Arbeit? Also zu empfehlen ist auf jeden Fall mal ein Besuch auf schoolpeppers.de. School wie Schule und dann Peppers wie die Red Hot Chili Peppers. Das ist ein Cartoon, eine Cartoon-Reihe, die jetzt bei ungefähr Nummer 750 oder 760 ist. Zweiwöchentlich erscheint die. Sehr, sehr lustig, wenn man Nerd oder Geek ist. Also ich kann mich über jeden totlachen, alle anderen eher nicht so. Oder eben nur über ein paar. Es gibt Star Wars Cartoons, es gibt aber auch, CSI Cartoons und Clowns werden da irgendwie, nehme ich mir davor. Das ist auf jeden Fall was und worauf man Ausschau halten muss, wonach man Ausschau halten muss. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich trage ein Matt Eagle Shirt. Matt Eagle in Action, der 80er Jahre Comic, der hoffentlich irgendwann in Form einer Videokassette rausgebracht wird. Und es ist eine lesbare Videokassette mit allen Zitaten aus allen Actionfilmen aus den 80er Jahren, die ihr geil findet, werden alle drin sein. Ein Retro-Trend, den wir, glaube ich, auch im Gaming-Bereich jetzt vor kurzem hatten. Ich glaube, es war so eine Far Cry-Erweiterung war das im Gaming-Bereich. Also generell der 80er-Jahre-Retro-Trend, den kennen wir auch in anderen Bereichen. Natürlich, also Gaming spielt da wirklich für mich GTA 3, Vice City natürlich eine große Rolle. Ja. Auf Netflix hat man jetzt Stranger Things sehen können, eine Serie, die sich genauso anfühlt und so ähnlich aussieht wie halt E.T., wie Stand By Me. Natürlich, also ich bin aus den frühen 70er Jahren und da haben die 80er Jahre bei mir natürlich großen Einfluss hinterlassen, teilweise auch keinen guten, aber gerade diese Filme, ne, das ist halt, und es macht mir Spaß, für mich ist es eine großartige Entschuldigung, einfach mal wieder die Chuck Norris Collection rauszukramen und den Quatsch zu gucken. Wird ja auch nie alt, ein Klassiker. Ein Klassiker auf jeden Fall. Oder eben Sylvester Stallone und was es halt damals alles so gab. Arnold Schwarzenegger nicht zu vergessen, seht euch auf jeden Fall den Film Kommando an, großartiges Kino. Hast du ganz aktuell noch die Zeit, Comics zu lesen?
Ja, also tatsächlich lese ich oder las ich gerade auf dem Weg hierhin den neuen Band 95 von Lucky Luke. Da geht es um eine jüdische Familie, der nicht so gute Kritiken gekriegt hat, aber mir gefiel er halt sehr gut. Aber ich bin auch so ein Lucky Luke Fanboy. Und ansonsten habe ich zu Hause mir gerade von Bernd Kissel die Saarlegenden hingelegt und lese sie durch. Auch sehr, sehr zu empfehlen. Zeichnung auf extrem hohem Niveau. Also man kommt auch zum Comic lesen. Ja, saugeil. Wo kann man dich denn online finden, wenn man sich vielleicht mal einen Eindruck von dir machen möchte? Wo gibt es vielleicht sogar Leseproben? Bist du auf Facebook? Auf Facebook bin ich auch, aber da muss ich gestehen, habe ich bisher noch nicht die Zeit und die Lust dazu entwickelt, mir eine eigene Künstlerseite zu machen. Aber ihr könnt mich da gerne anquatschen. Ich akzeptiere fast jeden. Kann ich bestätigen. Nee, das andere ist halt, ich bin unter comiccabin.com zu finden, also die auf Englisch Comic-Hütte. Ich habe eine Hütte im Garten, in der zeichne ich meine Comics. Und natürlich unter schoolpeppers.de. Und wer noch was von mir lesen will, findet ganz, ganz viel unter Sascha Dörp oder unter schoolpeppers auf mycomics.de. Dann vielen Dank für deine Zeit. Und viel Spaß heute noch. Ja, vielen Dank auch und ebenso viel Spaß. Ciao. Tschüss.